Hallo Leute, heute möchte ich euch ein bisschen von dem Square Enix Event berichten, zu dem Fischkopf, Dalukat und ich ja eingeladen waren in Hamburg. Ist jetzt schon eine Weile her und ich habe diese Aufnahmen bisher leider noch nicht verarbeiten können und hochladen können für euch, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, was sich eigentlich so bei Noskoth getan hat in der Zwischenzeit. Ihr erinnert euch, einige Videos habe ich ja zu dem Free-to-Play-Spiel schon hochgeladen. Und ja, wie gesagt, wir waren in Hamburg im Square Enix Hauptquartier, könnte man fast sagen. Mit dabei waren auch ein paar Leute vom Gronkh.de-Team, die Honeyball, Amras, DK und Hyuga, die waren auch mit am Start. Und ja, wir wollen euch jetzt einfach mal so ein bisschen Gameplay zeigen, was uns dort präsentiert wurde. Es gab ein paar neue Klassen, die wir uns anschauen konnten. Und wenn ich ein paar sage, dann meine ich ein paar, nämlich genau zwei. Einmal gab es den Deceiver auf der Seite der Vampire und den Propheten auf der Seite der Menschen. Und ich habe zu beiden ein kleines Gameplay hier euch mitgebracht, das ich euch dann natürlich zeigen werde. Und ich muss mich auch nochmal bei Dalu bedanken, dessen Aufnahmen ich mir jetzt einfach mal geschnorrt habe. Der hatte nämlich seine Festplatte vergessen an dem Tag und somit musste ich dann seine Aufnahmen für ihn mitnehmen. Und da er die beiden neuen Klassen einfach wesentlich besser gespielt hat als ich, habe ich mir jetzt einfach mal sein Gameplay gegeiert. Also wundert euch nicht, wenn ihr seht, dass wir einen Kill machen und das in echt Dalukat war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Ränder hier haben werde, denn die Videos wurden in 16 zu 10 aufgenommen. Das heißt, ich muss sie entweder strecken oder ihr werdet jetzt Ränder sehen. Je nachdem, was ihr jetzt seht, wisst ihr, wie ich mich entschieden habe. Was gibt's zu sagen zu Noskoth an sich? Ich denke mal, die meisten von euch werden es schon kennen. Bei Noskoth handelt es sich um ein, naja, wie soll man es sagen? Es ist halt kein richtiger Shooter, es ist auf jeden Fall ein PvP-Spiel. Ein asymmetrisches PvP-Spiel, denn, wie wir sehen, die Klassen sind nicht einfach wie bei Team Fortress zum Beispiel identisch, ja, dass du einmal das eine Team hast, einmal das andere, aber die Klassen innerhalb dieser Teams sind identisch. Nein, bei Noskoth haben wir halt die Vampire und die Menschen, die sich dann doch ziemlich krass unterscheiden. Die Vampire sind schnell, sie sind agil, sie können an Wänden klettern, sie können ihre Gegner fressen, nachdem sie ermordet haben, und natürlich regenerieren sie sich noch Leben. Und ja, die Menschen sind eben die Menschen. Jahrelang wurden sie als Sklaven gehalten. Und jetzt versuchen sie halt, den Aufstand hier zu proben. Ansonsten kann man sagen, das Balancing ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht gewesen. Der Prophet war noch ein bisschen unbalanciert. Mit dem bin ich aber sowieso überhaupt nicht zurechtgekommen. Und deshalb haben wir jetzt auch die wunderschönen Aufnahmen von Dalu am Start. Ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Der Deceiver, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, ist ein Vampir, der sich tarnen kann. Er kann sich als Mensch verkleiden, ähnlich wie der Spy in Team Fortress. Und er kann sich auch noch unsichtbar machen. Hinzu kommt der Backstab, mit dem er einen immensen Schaden austeilen kann. Auch das werdet ihr wahrscheinlich inzwischen schon gesehen haben. Es ist so ein bisschen die Sneaky-Klasse hier bei Noskoth. Ist auf jeden Fall ziemlich cool gewesen, das Ding. Und den Deceiver, meine lieben Freunde, könnt ihr jetzt inzwischen sogar auch schon zocken. Ja, also der Deceiver wurde schon freigeschaltet in der Closed Beta. Also falls ihr Noskoth Zugang habt, schaut doch mal wieder rein. Der Deceiver ist frei. Der Prophet dauert nur noch ein bisschen. Wie gesagt, das Balancing damals war auch noch nicht so astrein. Deswegen, wenn ihr den Deceiver testen wollt, schaut einfach mal wieder vorbei bei Noskoth. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine ziemlich coole Klasse, wie ich fand. Hat auf jeden Fall eine Menge Laune gemacht und ist halt nochmal ein komplett anderes Spielerlebnis. Ja, wenn man 4 gegen 4 spielt, eine ziemlich geile Klasse. Es sei denn natürlich, die Gegner sprechen sich mega gut ab, sind zusammen in einem Teamspeak oder so, dann werden sie wahrscheinlich ziemlich schnell mitkriegen, wenn sich irgendjemand da als Mensch tarnt und sich unter sie mischen möchte. Ansonsten, was bleibt noch zum Propheten zu sagen? Er sieht so ein bisschen vampirisch aus, muss ich sagen, oder dämonisch, wie auch immer man das sagen möchte. Er ist halt irgendwie eher so ein bisschen der Supporter. Kam mir auf jeden Fall so rüber. Mit so ein paar Feuerzaubern, glaube ich, hatte er noch am Start. Er hat zwei Pistolen, die aber gar nicht mal so schnell schießen konnten. Dann hat er noch ein paar Blutzauber, durch die ich aber nicht so wirklich durchgeblickt hatte. Ich meine, er konnte irgendwie die Lebensenergie der Mitspieler buffen und musste dafür dann selber einen kleinen Malus bei seinen Lebensenergie ja, musste er da in Kauf nehmen. So habe ich es zumindest in Erinnerung gehabt. Wie gesagt, der Prophet, fand ich, ist auf jeden Fall ziemlich schwer zu spielen gewesen. Aber hey, ich bin ja auch Noob, von daher wird das wohl daher rühren. Ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen?
Ja, die Frage nach Missionen hatten wir uns auch gestellt. Wie soll es weitergehen mit Noskov? Momentan gibt es ja eigentlich nur so ein bisschen dieses, wie will man es nennen, diesen Arena-Modus, so könnte man es nennen. Man haut sich einfach so ein bisschen auf die Fresse, bis ein Team 30 Punkte bzw. 30 Kills erlangt hat. Dann werden die Rollen getauscht und der ganze Spaß beginnt von vorne. Ist natürlich die Frage, inwieweit das für die Langzeitmotivation genügt. Ich finde auf jeden Fall, dass es mega Fun macht, wenn man hier und da mal eine Runde Noskov spielt, aber ich denke mal, für die Zukunft muss noch ein bisschen was her. Die Entwickler hatten schon mal so ein bisschen mit Missionen so ausprobiert, wie ich das jetzt verstanden hatte auf dem Event. Wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mit denen zu quatschen. Und da wurde uns erzählt, dass sie doch schon mal ausprobiert hätten, so ein bisschen was an Missionen ins Spiel zu packen. Allerdings ist das mit dem Balancing wohl momentan noch ein bisschen ein Problem. Also sprich, erstmal sollten die Klassen alle gebalanced werden und dann kann man immer noch drüber nachdenken, wie man mit den Missionen vorgeht. Ich denke mal, die Herangehensweise ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn die Charaktere dann erstmal alle so ein bisschen balanciert sind, dann dürfte das doch eigentlich alles recht gut klappen. Was könnte man denn für Missionen machen? Ich habe mal so ein bisschen überlegt. Der ein oder andere wird wahrscheinlich Chivalry noch kennen, was ich mal ab und an mit dem guten Tobi und dem guten Frank gespielt hatte. Und bei Chivalry war es ja so, dass man so ein paar Objectives hatte. Zum Beispiel musste die eine Fraktion irgendwie eine Bombe oder einen Rambock in die gegnerische Burg bringen oder sie musste irgendwie das Abwassersystem verseuchen, all so eine lustigen Späße. Sowas könnte man natürlich auch sich für Noskov vorstellen, müsste man nur überlegen, wie man das handhabt. Die Vampire haben natürlich einen immensen Vorteil, weil sie einfach viel, viel, viel schneller sind als die Menschen. Man denkt einfach nur mal an den, oh, jetzt weiß ich gerade nicht den Namen, der fliegende Vampir. Wenn man nur mal an den denkt, wie schnell der sich über die Map bewegen kann, dann muss man natürlich aufpassen, dass das Balancing nicht auf einmal total für den Popo ist. Deswegen kann ich da gut nachvollziehen, dass da sehr viele Gedanken erstmal rein investiert werden müssen, bevor man dann da ein Ergebnis präsentiert. Und ich stelle mir das doch schon ziemlich schwierig vor. Man müsste halt irgendwie auch die Maps so anpassen, dass die Vampire halt keinen mega Vorteil haben, wenn die zum Beispiel irgendwie einen Karren pushen müssten oder so. Das wäre natürlich easy game für die. Die sind wieder so schnell an dem Karren, wohingegen die Menschen dann natürlich nicht ganz so schnell da sind. Da muss man dann irgendwie mal schauen, wie man das hinkriegt, ob man die Umgebung irgendwie so verändern kann, dass die Vampire anfangs einen Nachteil haben und später vielleicht ein bisschen besser werden. Oder andersrum, dass man es irgendwie so hinkriegt, dass es fair bleibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Jungs von Square Enix sich da einfallen lassen. Aber nach dem Besuch muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall Vertrauen, dass sie das vernünftig hinbekommen. Sind auf jeden Fall ziemlich coole Leute gewesen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken, dass ich da den Eindruck bekommen konnte bei den neuen Klassen und dass sie Rede und Antwort gestanden haben für unsere Fragen. Und ja, ich würde sagen, Leute, ihr schaut euch das Gameplay hier noch ein bisschen an, wenn ihr mögt. Und falls ihr mal wieder vorbeischauen wollt bei Noskov, dann probiert doch einfach mal den Deceiver aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in-game. Haut rein. Ciao, ciao.